Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Goonicorn. Wir spielen weiter XCOM 2 und wir sind in einer sehr, sehr prekären Lage jetzt. Wir müssen unbedingt da hinten noch diese Leute wegrasieren. Wir haben aber noch das Problem, dass die gebufft werden. Wir haben zudem das Problem, dass wir hier einen richtig starken Gegner noch haben. Und das Gerät da hinten, das wir beschützen müssen, wird ja auch schon attackiert. Also, Leute, es ist echt eine schwierige Aufgabe jetzt, die wir hier zu bewältigen haben. Hier könnten wir mit der Granate, könnten wir hier hinten mal Action bringen. Den würden wir auch legen, würde ich sagen. Aber was wird denn hier vorne aus dem großen Scheißkerl? Müssen wir echt mal schauen. Der Zocklock, also mit der Granate. Bam. Was denn? Was ist denn jetzt passiert? Die Granate hat dann nichts abgezogen. Nur die Rüstung. Oh, willst du mich verarschen jetzt, oder was? Ach komm schon, jetzt, das ist aber ein schlechter Witz jetzt. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Die Zocklok muss in Deckung gehen. ...63% jetzt auf den Schildträger, komm schon. Oh, nicht Zocklok. Janboss erledigt ihn, jawohl. Guter Job, Janboss. Das heißt auch die... Oh, die Beförderung sowas von verdient. Das heißt jetzt hier vorne ist auch die Deckung weg. Und jetzt... ballern wir alles drauf los. 6 Schaden. Der ist einfach wieder aufgestanden. Hier, der Alien, der drin ist, der ist schon bereits tot. Ja. Was, der kann ihn nicht sehen von hier? Warum kann er ihn jetzt nicht mehr sehen? Oh, willst du mich ja hier verarschen jetzt hier? Leute! Wollt ihr mich hier verarschen? Nach oben! Okay, wir gehen mal nach oben. Vielleicht sehen wir ihn da mit der Pistole noch. Wir sehen ihn ebenfalls nicht. Was ist denn jetzt los? Das nützt alles nichts mehr. Oh, noch eine Rakete reindonnern. Oh, Leute. Mann, das gibt's doch nicht. Der hat noch viele Leben. Der hat echt noch zu viel Leben. Okay, wir probieren Casey hier unten. Legen wir endlich los. Jetzt kann ich nochmal sehen. 76%. Na komm, leg ihn, Casey. Komm schon. Ah, schieß mit der neuen Waffe daneben, Leute. Nicht gut. Oh Gott, ich sehe schon, was mit Zocklock passieren wird. Leute. Okay, wir gehen hier auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Wir gehen hier oben ebenfalls auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Boah, ich hoffe, der Zocklock wird das überleben heute. Komm, beweg dich. Oh, und hier hinten sind sie halt... Oh Gott. Er bewegt sich. Na komm, warum schießt der Feuerschutz jetzt nicht? Warum schießt da der Feuerschutz nicht? Sie haben mich erwischt. Oh Mann. Werde flankiert. Unsere Feuerschutz. Warum haben unsere beiden Sniper hier nicht zugeschlagen? Leute, das kann ich jetzt wieder nicht verstehen. Mann. Okay, mit Zocklock müssen wir... Wir müssen weg da. Wir müssen da echt weg. 76... Oh, der wird nicht zerstört. Wir müssen halt auch die Sniper echt langsam nach... Wir müssen echt in Position gehen. Wir müssen hier oben echt in Position gehen. Wir müssen hier das Gerät beschützen. Okay, wir ziehen mal die Sniper weg jetzt. Boah, und da drüben sind natürlich auch wieder Gegner. Boah, Leute, komm schon. Das ist doch ein schlechter Witz hier. Unterwegs. Boah, das wird die Mission des Grauens, das sage ich euch. Ja,
hier oben müssen wir halt Casey haben. Das bringt jetzt wieder gar nichts. Das bringt halt gar nichts, hier noch irgendwas zu schießen. Die Granate. Was? Wieso kann er denn die Granate jetzt wieder nicht hier runterschmeißen? Das ist auch etwas, das kann ich nicht verstehen. Warum das so kompliziert gemacht wurde, das ist echt. Boah. Wo ist denn der dritte jetzt hin? Okay, wir haben hier keine Chance mehr mit den Snipern. Na toll. Oh, Leute. Also Casey muss unbedingt so schnell wie möglich hochkommen. Los geht's! Die blitzschnellen Hände und schießen halt mal, auch wenn es nicht viel bringen wird. Ein Schaden, ja, die Rüstung deckt den. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Aber der Feuerschutz wurde wenigstens entfernt. Jetzt können wir den auch nochmals anschießen. Na komm. Nochmal ein Schaden. Panzerung getroffen. Das bringt eigentlich allzu viel, aber okay. Jetzt der Zocklock. Der Zocklock kommt mal hier in die volle Deckung rein. Oh, nur halbe Deckung. Mann, was mache ich denn? Der könnte hier den abschießen. Na komm. 7 Schaden. Der steht halt wieder mit einem Lebenspunkt noch. Oder was? Der hat doch keine Lebenspunkte mehr. Ist der gefallen jetzt? Ist der gestorben? Nein, er hat natürlich wieder einen Lebenspunkt. Na toll. Könnte es auch anders sein. Ein Lebenspunkt. Mann, Leute. Okay. Hier müssen wir mal das Scheißviech erledigen. Und ich hoffe, der steht nicht wieder auf. Der Jambus schießt von da aus noch daneben. Das ist nicht gut. Warum hat der wieder so viel Leben? Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Warum hat der wieder so viele Leben jetzt auf einmal? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Toll. Ich muss bald nachladen! Ah, toll. Oh Gott. Zocklock ist sowas von am Arsch. Auf die Flanken achten! Ah! Okay, der Daniel fällt runter. Was? Achso, ich dachte schon, den hätte es erledigt. Ah! Mann, Leute. Okay, Zocklock, Achtung! Boah, der ging zum Glück daneben. Ich bin hier festgenagelt. Boah, wir müssen aufpassen. Ich hoffe, dass wir den Zocklock nicht verlieren hier. Oh, und Daniel Nick. Sie haben mich volle Breitseite erwischt. Mann, Leute. Nein, komm schon. Nein. Nein. Ich brauche ein Medikit. Boah, der Zocklock steht noch. Der Zocklock steht noch. Noch ein Leben, Leute. Oh Gott. War's das jetzt? Das hat mich erwischt. Das war's. Okay, jetzt sind wir wieder dann. Oh, Leute. Boah, unbedingt sofort den Zocklock weg. Wegnehmen. Was, wer brennt denn hier? Boah, hier unten. Oh. Leute, das ist echt. Wie sollen wir das denn noch hinkriegen jetzt? Okay, der Zocklock kommt hier mal. In volle Deckung. Schon unterwegs. Der erledigt jetzt aber diesen Scheißkerl. Oder soll er sich verbergen? Jetzt mal abwarten. Erstmal. Hier, was können wir mit Casey noch ausrichten? Casey kann jetzt nach oben kommen. Hier oben haben wir ja null Deckung. Wir haben echt keinerlei Deckung hier oben. Der trifft ihn aber auch von hier aus. Soll ich mal das Imitationsgerät nach oben schicken? Oder soll ich eine weitere Granate reindonnern? Oder ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Nein, abbrechen. Ich habe echt keine Ahnung.
Hier würden wir beide reinkriegen. Das wäre schon sehr, sehr geil. Aber Leute. Was haben wir hier? 72%. Na komm, versuch ihn. Okay, 4 Schaden, jawohl. Diese Rüstung ist stark. Ach, wir haben hier keine Deckung, Leute. Wir können den doch nicht jetzt so stehen lassen. Wir werden ihn halt nicht töten. Wir werden ihn so nicht töten. Das, oh, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Was kann hier der Medic noch ausrichten? Medic kann halt nichts ausrichten. Das ist halt eben das Problem. Von hier aus könnten wir diesen fetten Drecksklären holen. Hier könnten wir die zwei da unten holen. Wir müssen halt unbedingt auch hier noch heilen. Leute. Ich glaube, wir müssen das Imitationsgerät schmeißen. Ich glaube, das müssen wir echt hier mal hinschmeißen. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Das ist unsere letzte Chance, glaube ich. Okay. Gremlingheilung, na komm. Nein, nicht den Rain Man. Ich. Oh Mann, Leute. Hier den Sheriff. Jawohl. Der brennt auch noch. Okay, 7 Lebenspunkte geheilt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir können noch mal etwas machen. Jetzt erstmal hier schauen. Hier haben wir doch auch noch einen Heilungs-Gremling, jawohl. Zocklock ist eigentlich, der steht eigentlich nicht so schlecht. Das heißt, wir heilen hier oben noch mal 7 Lebenspunkte. Komm schon. Heilen! Okay, also wieder volles Leben. Leute, wie gehen wir vor? Wie gehen wir hier vor? Ich habe keine Ahnung. Der Zocklock, der wird sich jetzt mal noch verbergen. Damit er 100% nicht mehr beschossen wird. Getaucht. Das passt schon. Jetzt, was machen wir hier noch? Versuch mal von hier hinten den Fetten abzuknallen. Der geht rein, der Dicke, und ich hoffe, der steht jetzt nicht nochmal auf. Wie viele waren das jetzt? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Okay, der steht nicht mehr auf. Jetzt müssen wir kurz schauen. Der Daniel. Nein, nicht der Daniel, Entschuldigung. Der Daniel Nick hat. Ganz Feinde in Sichtweite eines Truppenmitglieds. Jawohl. Hat der Tod von oben? Tod von oben. Das Ausschalten eines auf niedriger Position befindlichen Feindes mit dem Präzisionsgewehr erfordert nur eine Aktion und beendet nicht die Runde. Das würde heißen, wenn wir den töten könnten, wäre das nicht unsere Runde beenden. Richtig? Hier müssen wir uns echt nach vorne bewegen. Wir müssen jetzt hier nach vorne kommen. Irgendwie müssen wir das noch hinkriegen, Leute. Er hatte 73 hier, den Zocklock. Wollen wir das riskieren? Komm, 73. Er hat nur noch ein Leben. Komm schon, Zocklock, komm schon. Das ist volles Risiko jetzt. Aber jawohl, er legt ihn, jawohl. Er legt ihn, Leute, das ist jetzt geil. Terminiert. Und jetzt wie? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was ist jetzt bei Zocklock? Achso, ja, die Verborgenheit wieder aufgelöst. Okay.
Jetzt bin ich nämlich nicht sicher. Das wäre ja die... Nein, das ist die erste Aktion. Okay. Das heißt, wir können den erledigen. 57%. Komm, das wird ein Treffer. Er schießt daneben, Leute. Er schießt daneben. Er schießt daneben. Okay, nicht erwischt. Er schießt daneben. Mann, Mann. Zocklock hat halt noch eine Aktion und das bedeutet aus meiner Sicht, er geht jetzt hier in volle Deckung rein. Hier mal weg in Deckung. Wechsle Position. Jawohl. Hier gehen wir nach vorne. Befehl bestätigt. Was kommt jetzt? Was macht ihr? Ich hoffe halt, dass sie jetzt auf das Imitationsgerät gehen. Jawohl, das sieht so aus. Das hat gut funktioniert. Hier 9 Schaden. Der zweite wird jetzt auch noch hier drauf ballern. Der kommt sogar aus der Decke. Jawohl, okay, jetzt stehen sie aber sehr, sehr offen. Jetzt könnten wir sie eigentlich erwischen, glaube ich. Okay, hier Charles Thompson, 38%. Mann, hier müssen wir nachladen, das machen wir mal. Nachgeladen! Okay, der Casey. Ah, der Casey sieht dann nur diesen einen. Wenn wir hier hochgehen mit dem Casey, der wird dann. Oh, wir können mit Casey hier nach vorne. Brennt der hier? Nein. Er wird doch nicht brennen hier drin. Okay, und jetzt hat er ihn doch voll im Visier. 97. Na komm schon. Die neue Waffe haut halt schon ordentlich rein jetzt. Panzerung getroffen. Okay, er hat nur noch eine. Die Munition wird knapp. Oh ja, und der Bonusstecher, das heißt, er kann nochmal schießen. Das ist sehr, sehr geil. Und los, komm, leg das Drecksvieh. Jawoll, oh yeah. Das ist jetzt ganz geil gewesen, Casey. Wow, ich bin sowas von zufrieden jetzt. Wow. Zum guten Glück, Leute. Hier haben wir noch der Daniel. Der kann eigentlich die Pistole nehmen. Blitzschnelle Hände. Komm schon, erledige den Dreckskerl und bam, erledigt. Jawohl. Puh. Feind neutralisiert. Okay. Wir haben aber immer noch Feinde hier. Das heißt, wir laden hier mal nach. Nachgeladen. Okay. Er könnte jetzt noch in eine erhöhte Position gehen, oder? Wie schaut das aus? Mal sehen, was machen wir jetzt? Den Zocklock behalten wir mal hier. Hier, der Daniel geht mal in Position nach vorne. Leute. Das war jetzt echt... Boah. Hier noch eine Gremlin-Heilung für den Zocklock. Ja, ja. Hilf ihnen! Okay, wieder 7 Lebenspunkte dazu. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir gehen hier nach vorne. Entdeckt wurden wir ja sowieso schon. Also, wir rücken noch vor. Wie viele Gegner haben wir denn hier noch? Hier können wir jetzt ebenfalls nach vorne kommen. Boah. Das war eine Schlacht jetzt. Mann. Was machen wir hier? Die Sniper möchte ich eigentlich beide hier aufs Dach hochkriegen. Warum? Geh mal hier raus. Ich rücke aus. Der Zocklock. Ich denke, hier hinten irgendwo hat es noch Gegner, aber... Der Zocklock kommt mal hier nach oben. Irgendwie wird mir das ein bisschen zu bunt. Alles klar. Boah, Leute. Dieses Schleimmonster hier unten, das war ja... Da steht der einfach nochmal auf. Wie hätte ich das denn wissen sollen? Ich meine... Keine Ahnung. Hier geben wir mal Feuerschutz. Bin dabei. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier haben wir nur noch das Hilfsprotokoll und wir laden mal kurz nach hier.
Es kann losgehen. Okay, Charles Thompson kann also sich auch wieder bewegen. Er geht mal hier in volle Deckung rein. Rücke aus. Hier rücken wir vor. Jawohl. Bin gleich da. Was machen wir mit dem Casey? Nachladen, auf jeden Fall nachladen. Wir haben noch 2 Granaten mit dem Casey, also das ist schon mal nicht so schlecht. Oh ja! Aber auf jeden Fall nachladen. Und dann mal vorrücken hier, oder? Wir gehen mal hier in die volle Deckung. Jetzt komme ich. Ich habe keine Ahnung, von welcher Seite sie hier noch kommen können. Eventuell sind sie hier hinten im Haus drin, eventuell sind sie irgendwo hier noch. Ich habe keine Ahnung. Hier den Sheriff, der Daniel, wollte ich eigentlich auch hier hochkriegen, aber... Doch, das ist schon eine gute Position. Von hier aus sehen sie eigentlich fast alles. Wir haben hier 9 Gegner, bereits 6 erledigt, das heißt noch 3 sind da. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hier der X-Man, den hat es halt auch schon ziemlich übel erwischt. Hier gehen wir mal auf Feuerschutz. Ich gebe Feuerschutz! Der Zocklock hat auch schon ziemlich getroffen. Rücke aus! Gehen wir mal hier. Was vorpreschen. Vielleicht können wir noch irgendetwas aufdecken. Ich sehe nichts. Okay. Hier können wir noch einmal eine Gremlin-Heilung starten und da helfen wir mal dem Zocklock nochmal. Gremlin, medizinische Protokolle! Oh, diese Gremlin-Heilungen, die sind schon echt Gold wert. Das sage ich euch. Die sind echt Gold wert. Und wir rücken hier noch nach vorne. Genug erwartet. Jan Boss, echt wieder ein super Job hier. Was haben wir hier mal? Thompson, der kann halt nichts mehr. In Ordnung. Der hat da keine Gremlins mehr, keine Heilung mehr. Da gehen wir mal nach vorne. Immer noch keine Feinde hier. Ich bin mir nicht sicher, ob sie irgendwo da drüben sind. Bin mir echt nicht sicher, ob sie irgendwo da drüben noch sind. Oder hier eventuell? Weiß ich nicht. Okay, der Zocklock ist wieder voll mit Leben. Dann geh mal da vorne schauen. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Oh, du Scheiße. Da sind sie, Leute. Und der Zocklock schon ordentlich unter Druck wieder. Okay, was machen wir mit dem Zocklock? Der muss hier weg. Der Zocklock muss hier weg. Okay, hier können wir bereits einen sehen. Der Archon, wir müssen den Archon wegblasen hier. Der wird uns ansonsten echte Probleme bereiten. Hier den Archon und den... Die kriegen wir beide rein, so. Okay, das machen wir direkt mal. Oh, wir hätten den Casey noch in Deckung bringen müssen. Leute! Boah, das hat aber ordentlich Schaden reingedonnert. Okay. Hier 82%, ja. Der Zocklock hat 80 auf den. 81 auf den Archon. Ah, aber den liegt er nicht. Den liegt er nicht. Was haben wir denn noch? Die beiden. Oh, wir haben nur noch die beiden Sniper und Zocklock. Okay. Boah, das ist nicht so stark. Und bitte dich, wenn du in einer Runde mehr Kills in einer Runde erzielst, erhältst du einen zusätzlichen. Okay, einen zusätzlichen Zug. Jetzt
Bin ich mal gespannt. Wenn er hier den legt, dann kriegt er nochmal einen Zug. Oh, der hat aber nur noch eine. Oh Mann, der hat nur noch eine Kugel drin. Oh Leute. Wie lösen wir denn das jetzt wieder? Wir müssen den Arkon loswerden. Wir müssen echt den Arkon noch loswerden. Was hat er denn auf dem Arkon? Hat er 81? Ja, der hat dann noch 3 Leben. Könnten den Zocklok auch hier zurückziehen. Okay, der Zocklok könnte den legen und sich zurückziehen. Den da hinten legt er halt nicht. Boah, Mann, 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 Mann. Weil, wisst ihr was? Wisst ihr was? Halt, stopp mal. Hier können wir uns nach vorne bewegen. Okay, das ist sehr gut. Setze Kletterhaken ein. Das heißt auch, wir können dann da noch schießen. Ja, ganz genau. Und jetzt haben wir beide drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir hier treffen. Komm schon, Daniel. Bam! Treffer. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kann doch eigentlich... Jetzt kann doch eigentlich der... Zocklok. Was hat er denn mit der Klinge? 73. Oh, da kriegt er nur der eine. Oh, Mann. Okay, der Zocklok. Jetzt nochmal. Hier, 82%. Komm schon, erledige den Dreckskerl. Daneben geschossen. Was? Nicht mal knapp. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Okay, der Zocklok erledigt hier mal den Arkon und kriegt dann eine Bonus-Munition. Leider keine Munition mehr. Ansonsten könnten wir hier den zweiten halt auch eliminieren. Magazine sind leer. Aber der kann sich jetzt noch in Deckung begeben. Das ist sehr, sehr geil jetzt. Wo gehen wir hin? Hier oben? In volle Deckung? Oder hier hinten? Da werden sie die Granate dann schmeißen. Wir gehen mal hier in volle Deckung. Oh, ich hätte halt jetzt gern diesen zweiten Mutant hier, den hätte ich echt gerne auch erledigt. Der wird jetzt die Granate schmeißen hier, da bin ich mir fast sicher. Ich brauche ein Medikit! Okay. Der Jambos hat er nicht getroffen. Casey wurde schwer getroffen. Nein. Und in Panik wieder. Nein. Komm, Casey, erledige den einen noch. Oh nein, der schießt nicht mehr. Oh, und der geht nach oben. Oh, aber da sind unsere Sniper dann. Da werden unsere Sniper zuschlagen. Oh, der Jambos! Das sieht hässlich aus! Wieder 4 Schaden. Okay. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Jetzt können wir sie erledigen. Jetzt werden wir sie doch erledigen. Unsere Sniper werden doch jetzt ihre Dienste verrichten. Okay. Jetzt mal schauen. Was haben wir hier? 90% auf den da drüben. Kurz schauen, was haben wir denn? Hier müssen wir leider nachladen. Okay, mit der Klinge kann er den erledigen. Der kann er erledigen. Das macht er jetzt auch mal. Na komm schon, Zocklok. Hau ihm dein Messerchen rein. Daneben. Und der schlägt zurück. Leute. Fehlschuss. Wie kann er mit der Klinge hier daneben hauen? Das gibt's doch nicht. Wir müssen halt jetzt echt darauf passen, dass wir hier noch alle wegrasieren. Ich dachte 87%. Minuten 55.
heißt doch, wir könnten eigentlich hier volles Risiko gehen jetzt. Das machen wir auch. Volles Risiko jetzt hier mit Charles Thomas. Der wird hier den einen erledigen. Jawohl. Der Dreckskelly. Und jetzt kommen unsere beiden Sniper zum Zug. Wen haben wir denn da noch? Der Jamboss ist noch im Zug. Okay. Jetzt erstmal mit den Snipern reinböllern hier. Der Daniel. Oder hier für den Daniel Nick eine Beförderung. Ich gehe mal auf Daniel Nick für die Beförderung. Okay, komm, 90. Hau ihn weg. Boah, der Daniel, 7 Schaden hinzugefügt. Das ist echt richtig, richtig geil. Okay, und jetzt kommt der Daniel Nick noch. 87%. Na komm, gönn ihn dir. Bam! Jawohl, Leute! Boah, Ziel das eliminiert. War echt. Und das wären dann die 9 gewesen. Ich glaube, das war's. Minus 1-5, Status bestätigt. Oh, alle ja. Feinde erledigt. Boah. Und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Da kommt noch die Beförderung für Daniel Nick. Jawohl. Tod von oben. Boah, Tod von oben hat er einfach so dazu gekriegt. 5 verwundete Soldaten, Leute. Boah. Das war jetzt echt ein hartes Stück Arbeit, kann ich euch sagen. Aber okay, wir haben wertvolle Vorräte, die wir hier wieder einsammeln können. Eine weitere erfolgreiche Mission. Wir haben noch Beförderungen, die wir aussprechen können. Leute. Boah, und Zoklok, schaut ihn euch an. Zoklok war hier echt der Master of Disaster. Ja, Zoklok hat hier richtig gerockt. Die 85% Trefferquote, das war auch nicht schlecht. Die neue Waffe von Casey, unheimlich geil. Ja, Leute, so kann es weitergehen. Mal schauen, ich hoffe, dass wir nicht allzu viel stark verwundete Leute haben. Denn ich hoffe, mit den Medikits haben wir da die Verletzungsdauer halt ein bisschen reduzieren können. Aber mal sehen. Das dauert wieder unheimlich lange. Okay, hier kommen wir also zurück nach Hause. Boah, Leute, das war schon echt spannend wieder. Ein ordentliches Stück Arbeit hier. Und wie ihr seht, es wird halt immer schwieriger jetzt. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir mit unseren Entwicklungen halt wirklich vorwärts kommen. Boah, und nicht so lange verletzt. Ja, wir haben hier verwundet. Der Casey 5 Tage. Daniel Nick 8 Tage. Zoklok 7. 4 Tage bei Janboss und 13 Tage bei der Daniel. Oi, oi, oi. Die Beförderungen haben wir aber uns redlich verdient. Das aber beim nächsten Mal. Hier, was wir nach Hause gebracht haben. Jawohl. Okay, was haben wir denn hier? Andromedon. Die Wesen in diesen Anzügen stammen eindeutig aus einer Umgebung, die für Menschen feindlich ist. Die ätzenden Substanzen, die sie als Waffe verwenden, können für sie gleichbedeutend mit Wasser sein. Aber auf diesem Planeten ist sie tödlich. Ich habe ein paar Theorien entwickelt, wie wir diese Substanz als Teil eines explosiven Waffensystems zu unserem Vorteil nutzen können. Hallo, Commander. Okay. Die 213 Vorräte nehmen wir natürlich gerne. Wenige Wissenschaftler, ja, ist mir klar. Boah, Leute, an dieser Stelle aber wieder eine Aufnahmepause. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, für die vielen Kommentare, für den fetten Support, die Likes. Das freut mich unheimlich, dass die Welt von Gunicon so lebendig geworden ist. Freut mich echt, mit euch hier dieses Spiel zu erleben und die Freude am Zocken zu teilen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank. Ballert den Like-Button, mich würde es freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao aus der Welt von Gunicon.